kleiner Soundcheck. So, ja, was wird das hier? Ein kleiner Vlog. Worüber erzähle ich euch was? Warum ich den eigentlich so feier? Und vielleicht interessiert euch das ja. Und ich erzähle mal ein bisschen was drüber. Und wenn euch es interessiert, bleibt dran, ne? Ach, hier sind wir. Mir aufgefallen ist, nachdem Wochenende auf der Nordschleife ist, dass das Auto viel spitzer am Gas hängt. Also, das ist übrigens gerade meine Wasserflasche. Das Auto hängt wesentlich giftiger am Gas jetzt und reagiert auf Gaspedalstöße wesentlich empfindlicher als vorher. Das war vorher, kurz wieder Haare machen, noch im Fenster auf war. Das war vorher nicht schlecht, nie schlecht, aber ich merke einfach, wenn man eine Zeit lang ein bisschen Stadtverkehr fährt oder eine Zeit lang sehr entspannt fährt, dass wenn er dann mal eine längere Zeit lang Dauerfeuer kriegt, er richtig willig am Gas hängt. Und ja, dann versuche ich euch mal irgendwie rüberzubringen, warum das Auto für mich so nice ist und warum die Emotionen, die mir diese Kiste hier bringt, warum die so hoch sind. Es ist eigentlich eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren. Also einmal war das so, ich bin jahrelang Diesel gefahren. Also ich hatte einen Audi A3 2,0 TDI 140 PS Pumpe Düse. Ich dachte bei der Serie, bis da irgendwas krass hops gegangen ist und ich ein Software-Update bekommen habe, da waren auch Reparaturkosten von 7000 Euro am Motor, das ist halt so ein dickes Metallstück irgendwo abgebrochen. Der war gechippt, keine Ahnung von wem das war. Eigentlich habe ich den als Serienauto gekauft, wollte ihn auch immer gerne chippen, weil der mir zu lahm war. Aber der war tatsächlich gechippt und ja, auf 170 PS war so immer der Klassiker. Also hatte ich dann den die ganze Zeit mit 170 PS, ohne dass ich es wusste. Ja, Fahrwerk von dem Auto, das war der 8P war das, glaube ich, ne? Also der ab 2003er, Ende 3er oder sowas. Fahrwerk war Katastrophe in dem Haufen. Und von daher, trotz Ambition-Ausstattung, was so vor der S-Line-Ausstattung war, die gab es nämlich damals, glaube ich, noch nicht. War auch ein bisschen, war ganz nice eigentlich. Aber dann kam ins nächstes Auto ein 1.20 Diesel E81, 177 PS, auch ein Diesel. Ich bin in den Jahren noch sehr viel Auto gefahren, pro Monat, sage ich mal so 25.000 im Jahr, nicht im Monat. Aber so 30.000 im Jahr habe ich schon abgespult und da brauchte ich auf jeden Fall Diesel. Der war dann auch irgendwann gemacht, 235 PS mit Performance Ladeluftkühler drauf und sowas. Ging auch ganz nice, aber irgendwie war das dann so, dass ich einfach mal einen 3 Liter Benziner vom BMW haben wollte, einen reinen 6-Zylinder. Und zwar bin ich irgendwann mal, als ich jünger war, bin ich 1,25 IQP gefahren. War da damals ein Automatikauto, aber der hat mich echt gekickt. Und da war für mich irgendwie klar, dass ich halt einen 3 Liter N52 brauche. Und da war ich aber damals noch gar nicht so im Thema drin, sondern ich habe überlegt, na, nimmst du vielleicht einen 325i oder 325i LCE mit dem 3 Liter Motor. Aber dann ist es auch doch der 330i mit den N52 B30 geworden. Und irgendwie hat es mir dieser Motor halt voll angetan. Und dieses Ding ist meiner Meinung nach genau der Nachfolger. Und das hat mir lustigerweise auch Timo bestätigt. Also Timo, schöne Grüße. Würdiger Nachfolger auf jeden Fall von der BMW
Spaßfraktion E36 328i. Glaub mir, das Auto wird in der Zukunft ein richtiger Hit werden. Und zwar Schaltgetrieberar, der letzte echte Reihen-Sechszylinder-Sauger ohne Direktanspritzung, auch sehr rar. Mittlerweile dann von der letzten Generation. Der Motor hat so seine eigenen Finessen. Er ist eigentlich sehr robust. Er hat so ein, zwei kleine Krankheiten. Der B30 natürlich ein bisschen weniger. Wegen des Ölproblems, da ist der 325i ein bisschen in der ersten Generation anfälliger mit dem Ölverbrauch. Aber wenn man das so gemacht hat, so Thermostat, Wasserpumpe, kann man meinen bei 107.000, ist das Ding eigentlich dauerfeuerstabil und macht an sich keine Faxen. Also ich habe den Wagen mit 67.000 gekauft, habe jetzt 136 drauf, also ich habe jetzt ordentlich Rauch draufgespult in der Zeit und mein Auto gepflegt und immer regelmäßig Ölwechsel gemacht, einmal im Jahr. Aber irgendwie macht das Ding solide seinen Job mit und in der Art und Weise, wie er die Leistung aufbaut, wie man merkt, wie der Dieselsteller oben bei 6,5 nochmal, bei 6,62 nochmal richtig aufdreht und wie er am Gas sitzt und wie sich das Ganze schalten lässt und diese Charakteristik von dem Motor, das ist schwer zu beschreiben, wenn man nicht gefahren ist, ist einfach, was die Kiste so besonders macht. Es ist jetzt nicht der schnellste, ist auch gar nicht der schnellste, will er auch gar nicht sein, aber es ist einfach ein solider Motor, der im fast jedem Drehzahlband genug Leistung bietet als Sauger. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass das Ding mir zu lahm ist. Also mehr Leistung kann man immer haben. Aber die Emotionen, die er hat, ist einfach die Art und Weise, wie er die Leistung abgibt. Und natürlich auch diese Drehzahlorgel. Er braucht halt Drehzahl und die Soundkulisse, gerade in Verbindung mit dem BMW Performance Engine-Dämpfer, finde ich sehr geil. Und dass man hier noch relativ viel selber machen kann. Das ist jetzt die neueren Motoren, habe ich gehört. Da musst du erstmal Mechatronik rumfummeln, bevor du da an der Technik was machen kannst. Also da ist so viel Elektronik reingebaut in die Kisten. Natürlich, wenn das Ganze jetzt noch mit diesem Elektrozeug da on top kommt. Weiß ich nicht. Finde ich das. Wenn das ganze Elektronikzeug dazu kommt, weiß ich auch nicht. Also ich bin von diesen neuen Kisten nicht so der Fan. Und das ist halt der letzte 3 Liter Sauger, ne? Und was auch krass ist zum Beispiel, dass der Motor keinen Hohnschliff drin hat. Der hat keinen Hohnschliff, sondern der hat gehärtete Zylinderwände. Das ist halt Rennsporttechnik in dieser Kiste drin, ne? Serienauto und nicht mal ein M. Das ist halt ganz geil. Und der hat da gehärtete Buchsen drin, in dem halt der Kolben hoch und runter läuft. Und ja, ein Motor, der 7000 dreht, ganz gut Leistung abgibt, ist einfach ein ganz geiles Konzept. Also ich finde, der Motor, gerade im 3er oder im 1er, steht ihn extrem gut. Im 630i war ja die Einführung von dem Motor 2004 eigentlich auch eine sehr coole Einführung. Der Motor ist für mich eigentlich für das Auto ein bisschen zu schwach auf der Brust, aber ich denke, für ein Einstiegsmodell für das Ding zum Cruisen, nicht zum Heizen, sondern zum normal Vorankommen, ist das schon ein ganz geiler Motor. Also lustigerweise wurde der N52 auch im F01, F02 als 37i oder 37li zum Beispiel nach Asien verkauft. Also stellt euch vor, den dicken 7er, den Motor da drin mit einer 8-Gang-Automatik von ZF. Das ist schon eine geile Kombination. Abgesehen von den Standardvariationen, die wir halt bei uns kennen mit dem 5er und zum Beispiel auch im X5 war das Ding genauso drin. Also schon sehr weit verbreitet, der Motor. Ich wollte auch mal ein Video machen, wo der überall drin ist. Auf jeden Fall macht mir der Motor einfach Spaß, weil er akustisch im Innenraum ehrlichen Sound gibt, weil er von der Leistungsabgabe sehr direkt am Gas hängt. Immer mit einer niceen Geräuschkulisse natürlich. Und einfach die Leistungsentfaltung nach oben, wo er richtig schreit und immer mehr dieses immer mehr aufbaut. Und dann auch mittlerweile jetzt mit den kleinen Finessen, die ich gemacht habe, wie Fahrwerk, Bremse, bisschen Sound, frischer Innenraum,
ist einfach die Kombination von dem Auto für mich halt so der Spaßbringer, halt dieses Kuppeln, Bremsen, Gänge reinknüppeln, Gänge wechseln, Drehzahl aufbauen, wie die Drehzahl aufbaut, dann halt, dass du auch im Begrenzer fahren kannst, dass du einfach immer die Möglichkeit hast, selber, wie du willst, hier ein bisschen knallen zu lassen, ne, ein bisschen mal hier, ein bisschen mal da, dann einfach die Geräuschkulisse mit der Leistungsentfaltung von dem Motor, weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, wenn man ihn nicht selber gefahren ist. Und ich glaube, die Fangemeinde von dem Motor ist eigentlich schon recht groß. Vor allem, ich auch immer wieder solche Kommentare lese wie, ja, ich hatte mal einen 1.30i, ich hatte mal einen 3.30i, habe dann mir einen 1.40i gekauft und bin jetzt ein paar Jahre gefahren, aber irgendwie vermisse ich den N52 P30. Und habe mir dann den irgendwann ein paar Jahre wieder so als Zweitwagen-Spaßkiste doch nochmal geholt. Obwohl er nicht der schnellste ist, obwohl er nicht jedem leistungsmäßig die Wurst vom Teller zieht. Er muss aber nicht der schnellste sein, aber die Emotionen, die er bringt, ist irgendwie so ehrlich. Und das ist, ja, keine Ahnung, wie beschreibe ich das? Die Magie von diesem Ding hier, ne? Die Magie von diesem Motor. Als ja, stabiler, gut laufender, feuerfester, dauerfeuerfester, solider Motor einfach. Ja, das ist einfach, weiß nicht, hat seinen eigenen Kult, die Kiste. Obwohl er noch kein Young oder sonst was Timer ist. Aber wird kommen, wird kommen. Von daher wäre für mich zweiter E90 330i, na, ich lass dich mal, mit keiner Ausstattung, zum Strippen, mit Käfig, schon sehr geil. Ja, irgendwie kickt mich der Motor. Und natürlich noch in dem Zusammenhang jetzt mein Auto, warum mich mein Auto so kickt, das erzähle ich noch auch mal ein bisschen, ist einfach, ich bin kein Fan von diesen ganzen modernen Krams, also ich brauche kein super krasses Infotainment-System. Das ist cool, wenn es dabei ist, aber brauche ich nicht. Ich brauche nicht die ganzen Fahrerlebnisknöpfe. Ich brauche meinen Gasfuß, meine Bremse, meine Kupplung und meinen Schalthebel. Und den Rest möchte ich bitte selber machen. Und diese ganzen Digitalisierungen und die moderneren Autos fahren sich irgendwie alle gleich. Irgendwie, da ist das Gefühl vom Einheitsbrei immer größer, vor allem weil die meisten Autos ja auch echt als Automatik nur noch vom Band gehen und weniger als Schalter, und irgendwie mehr Automatikautos es gibt, desto mehr geht auch Charakter verloren vom Auto. Das ist jedenfalls meine Meinung. Auch wenn die ganzen, sag ich mal, die ganzen BMW-Automatiken sehr smart agieren. Also Audi ist nicht ganz so smart in der Art und Weise, wie sie das programmieren. Das Schlimmste, was ich bisher gefahren bin, war ein Ford Mustang im Urlaub. Wie die Automatik schaltet, das ist absolute Katastrophe. Das heißt, sobald ich jetzt fahre, so wie eben, würde mir sofort den Sechsen reinballern mit 1100 Umdrehungen oder 1050 Umdrehungen. Und wenn du dann einmal voran willst, gibst du Gas, dann schaltet er wieder hoch und sofort wieder runter. Also Katastrophe. Macht keinen Spaß, das BMW schon schlauer, dass sie halt den Gang halt halten. Aber einfach zum Punkt zu kommen, die ganzen Autos Automatik, das ist dann fast so, als würdest du Yaris, Auris, keine Ahnung, A3, Golf, Polo, 3er, 5er, irgendwie, außer dass das Auto mal größer und kleiner wird oder ein bisschen mehr Ambientebeleuchtung hat oder nicht, oder du ein bisschen bequemer sitzt oder nicht, wobei die alle sehr, sehr gut sind. Mit ihren Vierzylinder-Turbo mit 150 bis 200 PS fährt sich eigentlich alles fast identisch. Außer du hast ein größeres Auto und du hast eine andere Brand drauf, du hast ein bisschen mehr Platz, ein bisschen anderes Infotainment-System, aber der Rest funktioniert ziemlich ähnlich. Und das ist so für mich, da, das reizt mich irgendwie nicht. Und deswegen finde ich gerade diese Kiste hier als 3-Liter-Sauger halt so emotionsgeladen, und irgendwie ist das schwer zu beschreiben, denn das Ding macht seine Emotionen nicht nur über die Leistung, weil da gibt es
hol dir einen GTI, mach ein bisschen Chiptuning. Vielleicht fährst du dem sogar davon, das weiß ich nicht, wobei der eigentlich schon flott ist. Aber bei dem Auto geht es einfach nicht nur um die Geschwindigkeit. Aber du weißt, mit dem 3 Liter hast du immer genug Leistung für den Alltag und genug Spaß, wenn es drauf ankommt. Und auch ein sehr zuverlässiges Auto. Ich glaube, ich habe mich hier derbe wiederholt, aber es ist egal. War mir mal so ein Video frei raus, ohne Planung, ohne Ziel, ohne Konzept. Ich hoffe, euch hat das mal so ein bisschen gefallen, mal so ein paar Eindrücke zu kriegen, warum ich das Auto so feiere und was mir so Spaß an dem Ding hier macht. Und wenn euch das interessiert hat und ihr mehr von dem Auto und dem Motor wissen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Da gibt es sehr viel über dieses Auto. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Denkt immer an frisches Öl und die richtigen Additive. Aber auf jeden Fall an frisches Öl. Macht den Serviceintervall regelmäßig und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Peace.